Wie kam es jetzt dazu, dass ihr hier diese Sache mitorganisiert mit dem Gartenzaun? Also zum größten Teil auch gegeben aus dem aktuellen Anlass. Also dass halt viele Essensausgabenstellen nicht mehr liefern können. Und wir uns natürlich auch die Frage gestellt haben, was passiert mit den Menschen, die halt jetzt an die Nahrungsmittel etc. nicht mehr rankommen können. Und danach habe ich mich halt so ein bisschen informiert und dann bin ich halt in die eine Gartenzaun-Chatgruppe zugestoßen, die sehr aktiv und super auch die anderen Gartenzäune auch mitorganisiert und auch ins Leben gerufen hat. Und ja, da haben wir gesagt, dass wir einen zentralen Ort brauchen, haben uns dann überlegt, wo das halt so ein bisschen stattfinden kann und haben dann mit der Pfarrerin von der St. Paulskirche halt nochmal in Kontakt und war eine super Kooperation, die auch mit anderen Kooperationspartnern, sei es mit dem Kiezkosmos-Projekt, mit der Melanie Stiebe und mit der Birgit Bogner halt auch noch durch eine Plane, die halt auch bald an den Zaun kommt bezüglich Hygiene etc. und auch Lebensmittelspenden, die wir halt auch erhalten haben. Und auch durch die Jugendlichen, die halt auch Kleidung etc. Gespendet haben und auch noch weiterhin spenden werden. Und auch für die Plane, dass die jungen Menschen, die Jugendlichen halt auch bei den Übersetzungsaufgaben halt auch sehr aktiv waren und das halt auch mitgeplant haben. Okay. Was mir aufgefallen ist, dass gerade jetzt in der Corona-Krise viel mehr Menschen mit den Ärmeren und mit den Schwächeren der Gesellschaft solidarisieren, was zum Beispiel im Winter nicht so der Fall ist. Kannst du dir erklären, woran das liegt? Hast du da vielleicht eine Idee? Das ist eine gute Frage. wie soll ich das sagen? Vielleicht so ein bisschen mehr in sich gekehrt und nachgedacht, okay, wenn es uns schlecht geht, dann gibt es halt noch Menschen, denen es eventuell noch schlechter gehen könnte. Und ja, wo man dann halt mit anpacken kann oder unterstützen kann. Und wo das hier jetzt gerade auch alles aufgebaut wurde, gab es ja auch junge Menschen, die einfach mal so 3-4 Tüten an den Zaun rangehangen haben mit Lebensmitteln. Und das sind so Sachen, wo ich dann auch sage, genau das wollen wir. Also es soll zu einem Selbstläuferprojekt werden. Und wir wollen halt die Bürger involvieren. Am Anfang sind wir natürlich mehr im Vordergrund, aber das wollen wir halt peu à peu auch so ein bisschen abgeben, sodass es zum Selbstläuferprojekt kommt oder wird und dass man dann sagt, okay, geschafft und dass sich das hier wirklich auch etabliert. Wie weit könnt ihr da mit dazu beitragen, dass es dann auch weitergeht? Also den Beitrag dazu, dass es halt weitergeht, das unterstützen wir auf jeden Fall mit den sozialen Netzwerken von uns, dass wir das halt immer wieder auch nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, dass wir die Bedeutung, die Wichtigkeit von dem Gartenzaun oder von den Gartenzäunen halt auch nochmal darstellen und auch nochmal den Prozess, also auf was sie achten sollen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel Kleidung mitbringen, dass die Kleidung, also dass der Inhalt praktisch beschriftet werden soll, gerade jetzt in der Zeit, Hygienemaßnahmen, Hygienevorschriften, dass man die Tüten nicht mehrmals aufmachen muss. Bei den Lebensmitteltüten, dass es halt wirklich auch eigentlich alle Tüten transparente Tüten sein sollen, wo man halt auch reinschauen kann. Und dann haben wir halt auch nochmal die Hygieneartikel, wo wir die nochmal aufgeteilt haben, wenn es dann halt keine Unisex-Tüten sind, dass wir bei den Frauentüten, dass wir da halt nochmal sagen, okay, da sind Binden drin oder da sind Tampons drin oder das sind halt so Sachen wie, dass sie das halt gebrauchen können, dass wir das kennzeichnen, nicht, dass das dann irgendwie mitgenommen wird und nur weil sie bestimmte Artikel nicht gebrauchen, dass es weggeschmissen wird. Also dass wir da schon das von Anfang an auch so aufteilen, dass es halt dann im Selbstläuferprozess dann halt auch so gut weiterläuft. Und gerade auch dieser Bereich, finde ich, auch dieser Knotenpunkt Badstraße, Pankstraße, auch mit dem Eingang in der Pankstraße nochmal so um den Bahnhofseingang, dass es da halt wirklich auch Menschen gibt, die das auch benötigen. Und darauf sollten wir halt auch oft achten, dass die Menschen, die es wirklich benötigen, gerade in der jetzigen Situation, es noch mehr benötigen denn je, dass es halt weitergeführt wird. Und das ist ganz wichtig.
Also das war ganz schön, weil Gangway auf mich zugekommen ist und fragte, sie haben eine Idee und wir haben hier so viele große Zäune an all unseren Standorten und ob wir nicht ein wie hier an dieser prominenten Ecke Badstraße, Punkstraße zur Verfügung stellen würden. Und habe ich gesagt, klar, können wir gerne machen, hatte immer schon lange überlegt, was können wir eigentlich im Kiez auch für die machen, die wenig haben oder gar nichts. Und dann hat sich noch Kiezkosmos mit eingeschaltet und dann haben wir gesagt, gut, zu dritt wollen wir das versuchen zu initiieren und siehe da, seit Montag klappt das. Manche stellen sich die Frage oder in Gesprächen, wenn man miteinander redet, in den Garmzaun, wenn man jetzt was spenden soll, warum spendest du nicht? Dann wird eine Stimme laut, ja, wenn ich da Sachen hinhänge, da gehen ja sowieso ganz andere Leute hin, die das gar nicht brauchen. Wie gehen Sie damit um? Ja, dass man immer ein bisschen aufpassen muss, welche Vorurteile gleich sofort an Bord sind. Denn das ist bei fast allem so, erstmal ist das nicht für die gedacht, für die es eigentlich gedacht sein sollte. Ich kann hier nicht stehen und keiner von uns und mitentscheiden, wer ist jetzt bedürftig und wer nicht. Und ich glaube, darauf müssen wir ein bisschen vertrauen, dass die Menschen, die es wirklich brauchen, sich auch das nehmen. Und wenn es welche sind, die sagen, ich nehme es einfach mal so, um zu gucken, dann wird es so sein. Und ich glaube nicht, dass wir diejenigen sind, die es dann verurteilen. Ich würde das jedenfalls nicht machen. Und das ist, glaube ich, das wesentliche Vertrauen darauf, dass das schon wird. Und ich finde, dass wir ja viele haben, die natürlich versuchen, gerade die Familien und Alleinerziehenden mit vielen Kindern, um sich über Wasser zu halten. Und das heißt ja nicht, nur weil man sich gut gepflegt zurecht macht, dass man deswegen nicht bedürftig ist. Ob wir nicht einfach auch nach Ostern oder die Woche später, wenn wir auch wieder hier sind, auch zum Beispiel eine Mahlzeit anbieten können, gemeinsam. Das ist so ein Herzensprojekt von meiner Seite schon lange, zusammen auch mit dem Kiez. Das war eigentlich ursprünglich auch gedacht im Soldina, vielleicht auch vor der Stephanuskirche, aber das ist ja hier auch gut möglich zu sagen, vielleicht können wir mit den Lebensmitteln, die wir haben und unmittelbar was tun, und dass wir eben auch gemeinsam kochen. Und das haben wir heute so nebenher als Projektidee gerade gehabt. Und wer weiß, vielleicht ist das möglich. Und das würden wir dann entsprechend nochmal kommunizieren. Ja.